Ach du Scheiße. Was für eine geile Sicht. Nämlich gar keine Sicht. Wir haben null Sicht. Moin, Sen, und herzlich willkommen zurück zu The Long Dark Wintermute Story Mode Redux. Wir sind gerade im Katerstaudamm unterwegs. Und ich muss jetzt gerade mal gucken, haben wir hier noch Spinde, die geöffnet werden können eigentlich? Das fällt mir gerade mal so auf. Warum bin ich gerade im Katerdamm unterwegs? Ich soll für die Waldflüsterer eine Notiz finden. Die haben wir auch schon gefunden in der letzten Folge. Und jetzt müssen wir die zu den Waldflüsterern zurückbringen, der sich bei den Hütten am See verschanzt hat und nicht rauskommen will. Genau, hier war noch ein verschlossener Spind. Ich wusste das ganz genau, dass hier noch ein verschlossener Spind war. Guckt euch das mal an. That'll come in handy. Verband, getragene Wanderstiefel brauchen wir jetzt aber nicht unbedingt. Da ist nichts drin. Ich will jetzt nochmal schauen, ob ich hier noch woanders lang konnte, wenn ich jetzt hier dieses Brecheisen habe. Hier haben wir auch noch einen Spind. Okay, die sind alle leer, beziehungsweise durchsucht. Kann man hier unten mit einem Brecheisen rein? War denn das? Nee, da kann man gar nicht rein. Wie kommt man denn jetzt in den Turbinenraum? Nur noch über diesen kodierten Zugang? Nur noch hier über diesen Control Room? Scheint fast so, oder? Jetzt wollte ich schon mal oben gucken. Da gibt es ja durchaus noch... Genau, hier diesen Abschnitt. Und hier waren ja auch noch Spinde. Genau, der ist nämlich auch noch verschlossen gewesen. Da hatten wir noch kein Brecheisen, als wir hier drin waren. Wasserflasche, Gewehrpatrone, sauber. Nicht schlecht. Wasser können wir gut gebrauchen gerade. Das ist uns nämlich gerade ausgegangen. Hier sind auch noch mal Spinde. Sind aber schon alle geplündert. Okay, dann können wir hier jetzt an sich abdampfen. Haben wir alles. Alles gefunden, alles aufgetrieben. 0,50 Liter waren da drin. 50 Milliliter quasi. Dann geht's los. Ab in die Kälte. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wir müssen jetzt wirklich vom Damm aus komplett... Oh, ist schönes Wetter, sehr gut. Auf die andere Seite der Map. Also wir müssen von hier nach da. Und da können wir ja hier mal nochmal den Ausschau halten nach dem Vorrat da. Ist ja quasi auch so eine Art Nebenquest. Also das ist jetzt hier quasi eine Nebenquest, muss ich nochmal erklären, ja? Die wir hier gerade machen. Eine Nebenmission. Das ist keine Hauptmission. Nebenmissionen gibt es wie gesagt auch. Sind meistens eben solche Missionen wie finde einen Gegenstand und bringe ihn zu einer Person zurück. Oder sammle für Personen XY so und so viele Rohstoffe, Ressourcen. Oder finde an der Stelle XY eine Kiste. Zum Beispiel. Sind jetzt nicht sonderlich komplex, die Nebenmissionen. Das muss man mal sagen. Aber, ja. Es war früher tatsächlich mal so, eine Zeit lang. Oh, was ist denn das? Ach, das, den haben wir schon geplündert, glaube ich. Es war früher tatsächlich mal so, dass man die Nebenmissionen erledigen musste, um in der Haupthandlung voranzukommen. Irgendwie. Also im Story-Modus, als der rauskam, war das irgendwie mal so, dass man auch die Nebenmissionen gemacht haben musste. Und dass das wohl irgendwie von der Struktur her aufgebrochen wurde, als auch jetzt das Redux-Update kam, dass man halt Nebenmissionen separat machen kann von den Hauptmissionen. Das ist schon eine relativ sinnvolle Änderung. Ich meine, stellt euch vor, ihr müsstet in GTA alle Missionen machen, auch die Nebenmissionen, um in der Handlung weiterzukommen. Das wäre irgendwie ein bisschen nervig. Also GTA ist da, glaube ich, auch ein gutes Beispiel. Oder Red Dead Redemption wäre ein anderes gutes Beispiel. Stellt euch vor, ihr müsstet jede Bimbel-Mission erst machen und finden, bevor ihr in der Hauptmission weiterkommt. Also ich selber weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, wie exakt es umgesetzt war in The Long Dark am Anfang. Weil ich, wie gesagt, den Story-Modus nur einmal kurz angespielt habe und auch nur den Anfang. Oh, da ist ein Wolf. Der jagt aber, glaube ich, gerade das Reh. Das heißt, ich weiß nicht genau, aber es stand auf jeden Fall in den Change Notes drin, dass diese Änderungen da drin waren.
Oh nein, der Wolf hat das Reh getötet. Den Hirsch. Schweinerei, aber damit ist er jetzt abgelenkt. Ist das hier zufällig sogar schon die Stelle mit dem Item-Stash? Nee, es ist irgendwo da oben. Hier ist aber auch was Todes irgendwo. Hier kreisen zumindest die Geier. Ah ja, okay, hier liegt einer rum. Schlüssel zur Seehütte 2. Und eine Gewehrpatrone. Sehr gut. Was haben wir hier? Eine Schlinge. Patronen. Eine Ein-Mann-Packung. Ach, das ist eine aufgegessene schon. Die wurde schon gegessen, ist nur das Papier. Okay, sehr gut. Dann weg hier. Weiter zum See. Wir lassen mal den Wolf in Ruhe. Ah, ich weiß, glaube ich, wo es ist. Das Item-Versteck. Wenn wir hier durch diesen Bogen gehen, durch diesen Felsbogen, könnte es sein, dass wir da hinkommen. Also der Wolf hat hier immer noch die Kaninchen, die er auch noch essen kann. Ist es hier vielleicht irgendwo? Das wäre so eine typische Ecke, wo sowas steht. Jawohl, guck mal. Schön eingeschneit. Well, well. What do we have here? Ein-Mann-Packung, Wasserflasche, Kaffee. Nice. Wir haben wieder Kaffee. Dann können wir ja wieder durchmachen. So, weiter zum Rätselsee. Wir sind immer noch nicht überladen. Ich bin ehrlich gesagt gerade sehr beeindruckt von dieser Tatsache. Wie viel Gewicht kann man denn... Oh, ja, ja, doch. Wisst ihr was, dann ziehen wir uns mal hier einen Teil von dieser Ein-Mann-Packung schon mal direkt rein. Das waren ja nicht mal 20 Gramm, die wir da gegessen haben gerade. Ja, immerhin, wir sind sparsam, ne? Von so einer Ein-Mann-Packung kann man ja auch einen ganzen Tag eigentlich leben. So eine Ein-Mann-Packung bei der Armee ist, glaube ich, tatsächlich so, dass du Verpflegung und Genussmittel hast für einen Tag. Also um eine Person einen Tag zu versorgen. Das ist die Ein-Mann-Packung. Und das halt möglichst kompakt, ne? Möglichst Platz- und gewichtssparend. Da ist dann auch teilweise Schokolade drin und sowas. Und halt irgendwas zum Warmmachen, was man dann halt, wenn man Soldat ist, hat man ja teilweise auch so einen kleinen Mini-Kocher oder so dabei. Das kann man dann auch nutzen. Irgendwie sowas. Und das soll wohl tatsächlich gar nicht so schlecht sein, das Essen. Ich habe es nie selber probiert, sollte ich vielleicht dazu sagen. Aber das soll wohl gar nicht schlecht sein. So, da vorne ist der Rätselsee schon. Jetzt hoffe ich mal, dass ich diesmal nicht von einem Tier angefallen werde. Ich werde jetzt einfach mal die Leuchtpistole bereithalten. Für den Fall, dass mich hier wieder ein Wolf anspringen will. Ich muss sagen, ich finde das gerade echt chillig mit dem Wetter. Das ist ja fast richtiges Urlaubswetter hier. Da könnte man ja direkt mal Eisangeln gehen oder so. Wäre gar nicht so verkehrt. Laufe ich richtig? Ah, muss mich bei der kleinen Mini-Insel da ein bisschen links halten. Da rechts wäre das Kanada-Haus. Kann man eigentlich über den Rätselsee komplett rübergehen, ohne einzubrechen? Waren das nochmal? Ich glaube schon. Ich glaube, am Rätselsee konnte man gar nicht einbrechen. Da gab es gar kein dünnes Eis. Hier stehen ja auch überall die Hütten auf dem Eis, ne? Oh, es fängt an zu schneien. Leise rieselt der Schnee. Vorsichtig jetzt. Es sind gar keine Wölfe am Start. Das ist auch immer so ein Indiz dafür, dass gleich das richtig harte Unwetter losbricht, wenn die Wölfe nicht am Start sind. Denn die verziehen sich nämlich meistens auch, wenn Sturm ansteht. Vielleicht sollten wir einen kleinen Zahn zulegen. Ist nur so ein Gefühl. Es ist auch sehr ruhig. Also das ist so eine typische Ruhe vor dem Sturm hier, glaube ich, gerade. Schnee wird stärker, der Schneefall. Ja, 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 ja. Da sind wir auch noch gerade rechtzeitig hier angekommen. Und dann haben wir jetzt auch den Schlüssel für die andere Hütte. Zur Not können wir uns da dann zurückziehen, wenn es jetzt hier wirklich hart auf hart kommt mit dem Wetter. Ja, die Wölfe sind alle weg. Kein einziger Wolf hier auf dem Eis unterwegs.
definitiv kein gutes Omen fürs Wetter. Wie gesagt, das Wetter wird meistens auch dann schlecht, wenn die Wölfe weg sind, beziehungsweise die Wölfe sind meistens dann weg, wenn das Wetter schlecht wird, so rum. I've got your supplies and those documents you wanted here. Aber hallo. Hey, that's great. Thank you. But I hope you understand if I ask you to just leave them outside the door. Vorräte ablegen. Munition nehmen. Nee, ich geb dem alles. Komm. Right. I'll leave it all here for you, just like you asked. Thank you, stranger. You may not care, but you've made a huge difference to our cause. Habe ich gerade militanten Umweltschützern geholfen? Wäre jetzt halt so geil, wenn ich einfach seinen komischen Rucksack wieder mitnehme. So, jetzt kann ich hier zumindest aufschließen. Es ist noch gar nicht so kalt, also zur Not könnte man auch noch zur Kanada rü- Was? Benötigt Schlüssel zur Seehütte 3? Habe ich das nicht schon gefunden? Ah, hier hinten sind ja auch nochmal Hütten. Wir gehen jetzt noch zu den anderen Hütten. Komm, dann nehmen wir uns noch ein bisschen Stuff mit. Von da. Bisschen Verpflegung und so. Also eine von diesen Hütten muss ich noch aufmachen können. Ich habe ja jetzt einen Schlüssel. Sonst falle ich hier vom Glauben ab. Hier wäre nochmal Brennstoff. Komm, eine muss man aufmachen können hier. Okay, die ist sowieso offen. Einfache Notiz. Lesen. Sieht aus, als war diese kleine Notiz für eine bestimmte Person gedacht. Schwer vorzustellen, da diese Gegend sehr karg ist. Ich bin auf dem Weg zum abgeholzten Gebiet, habe ein paar Vorräte versteckt, wo sie niemand findet. Wenn du etwas brauchst, suche nach dem alten Baumstumpf zwischen zwei Holzstapeln. K. Haben wir wohl wieder eine Location gefunden von einem geheimen Versteck. Nicht schlecht. This could be really useful. So, jetzt werfen wir hier noch Blickchen rein. Da wäre noch ein Näset. Ja, komm, nehmen wir mal mit. Und Lampenöl nehmen wir auch noch mal mit. Können wir eigentlich mal direkt unsere Lampe auffüllen, wenn ich ehrlich bin hier. Die war ja schon etwas leer gewesen. Es sind hier auch noch 0,25 Einheiten. Sehr schön. Haben wir gleich alles da, wo es hingehört. Ah, hier liegt noch eine Suppe. Die nehmen wir noch mit. Ja. Das war es erstmal soweit. Hier könnten wir noch reingucken. Aber es sind bestimmt noch Klamotten drin. Brandbeschleuniger. Nochmal ein Näset. Ja, nehmen wir mit. Nehmen wir mal alles mit. Prestig, prestig. So. Schüsse am See. Du hast eine Notiz mit Details zu möglichen Aktivitäten der Waldflüsse rund um den Rätselsee gefunden. Moment. Jetzt bin ich gerade irritiert. Habe ich das nicht gerade erledigt? Moment. Jetzt muss ich mal nachgucken hier. Schüsse am See. Schau morgen bei der Seehütte vorbei. Ach so. Morgen. Moment. Morgen. Das heißt, wir müssen hier eigentlich mal die Nacht verbringen, theoretisch. Na gut. Wir suchen jetzt nochmal die anderen Hütten ab. Und dann haben wir uns ja ein bisschen ausgepowert. Dann gehen wir hier einfach schlafen. Und dann schauen wir mal, was wir dann da bekommen. Vielleicht eine Belohnung. Ah, hier kann ich aufschließen. Dafür ist der Schlüssel. Alles klar. Vielleicht kriege ich von ihm ja den anderen Schlüssel zu der Nachbarhütte. Kampfstiefel haben wir ja schon wieder. Scherzmittel. Der Mülleimer ist uns nicht hold. So, Spaß außerhalb der Saison. Wir sollen außerhalb der Saison nicht dorthin gehen, aber in der Nähe des Rätselsees kann man ausgezeichnet jagen. Der Wächter riegelt den Park normalerweise über Winter ab. Die Hütten sind nur für den Sommer ausgelegt, also bringen warme Klamotten und einen dicken Schlafsack mit. Wir brechen ein, schießen ein paar Hirsche und schaffen dann das Fleisch in ein paar Wochen mit dem Truck fort. Stan holt uns an der alten Küstenstraße ab. Wir treffen uns am XX November bei den Seehütten. Komm allein und bring Bier mit. In der Gegend fällen sie gerade ein paar Bäume, also halte dich bedeckt. Alles klar. Und illegale Jagdaktion hier. Das gibt's ja gar nicht. Außer Spaß außerhalb der Saison. Ist das jetzt eine Mission? Kann ich da jetzt was finden? Nee, ne? Das ist einfach nur so eine Notiz gewesen. Hier ist noch ein Behälter, den kann man auch durchsuchen. Da sind noch Cracker im Schrank.
Habe ich das gerade richtig gesehen? Moment. Ja! Brauchbare Wollohrenwärmer. Bedeckt deine Ohren mit einer zusätzlichen Schicht aus Wolle. Aber sowas von sofort anziehen. Nicht schlecht. Sollten wir vielleicht auch direkt mal reparieren. Nice. Ha. Das gibt uns nochmal... Wow, okay, gut, dass wir hier drin geblieben sind, um zu reparieren. Nicht schlecht. Was ist das hier? Kampfhose. I think I can use this. Robuste Militärhose mit verstärkten Knien und guter Beweglichkeit, darauf ausgelegt, einiges auszuhalten. Ich heb das mal auf. Ich nehme das mal. Auch wenn die ziemlich schwer ist. Noch eine Wasserflasche. Mich interessiert mal, was die für Werte hat. Wir haben ja hier Mackenzies Hose. I'm not sure I can carry much more. Das war mir sowas von klar. Okay, die ist eindeutig besser als Mackenzies Hose. Aber in jeder Hinsicht. Ist aber auch eindeutig schwerer als Mackenzies Hose. Wir ziehen die trotzdem mal an. Ah, schade, ich kann sie nicht reparieren. Warte, wir haben doch bestimmt Klamotten zum Zerlegen dabei. Zum Beispiel abgenutzte Skihandschuhe. Zerlegen wir die doch gleich mal. Wunderprächtig. Und klappt das jetzt schon mit dem Reparieren? Oder habe ich da nicht genug Material? Ich probiere mal. Bitte, 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 bitte. Zieh durch. Ja, 100%. Nice. 21 Grad Temperaturbonus. Nicht schlecht. 20% Feuchtigkeitsdichte. Und 7% Schutz. Das wird uns halt sowas von gut nützen, wenn wir angegriffen werden von einem Wolf oder so. Da werden wir halt nicht direkt in 1000 Teile zerlegt. I need to drop something. I need to drop something. Quatsch. Schimmlige Salzcracker. Die Verlockung ist einfach immer wieder so groß, ey. Ich esse das jetzt einfach. Famous last words. Ich hab's überlebt. Dann können wir ja noch austrinken hier. Denn vielleicht sind wir dann wieder leicht genug. Nein, leider nicht. Schade. Schade, schade. Aber wir können uns jetzt hier mal hinlegen und ein bisschen schlafen so. Oder, nee, warte mal. Wir warten einfach. Ich muss ja nur einen Tag warten. Warten wir mal 7 Stunden. Und dann gucken wir mal. Dann legen wir uns einfach noch hin. Schlafen noch mal ein paar Stunden. So lange, bis der nächste Tag angebrochen ist. Und dann gehen wir wieder zurück zu der anderen Hütte. Und gucken mal, was wir da jetzt für eine Belohnung bekommen haben. Also nochmal was essen. Schimmlige Cracker. Ey, bestimmt von den letzten paar kriege ich jetzt bestimmt... Nee, erstaunlicherweise immer noch nicht. Einmannpackung wegfuttern. Die müsste jetzt aber weg sein. Immer noch nicht. Das war gerade mal die Hälfte von der Hälfte, okay? Trinken. Und schlafen. Machen wir 8 Stunden draus. Na, ist Tag? Tag, Tag, Tag. Ja! Herrlich. Also, essen. Nom, 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 nom. 0,01 ist übrig geblieben. Nicht schlecht. Wasser trinken. Und dann... Mal schauen. Ach du Scheiße. Was für eine geile Sicht. Nämlich gar keine Sicht. Wir haben null Sicht, null Sicht. Aber ich weiß ja ungefähr, wo es ist, das Haus. Das ist mal auch fies, ey. Also wenn jetzt da Tiere im Nebel rumlaufen, dann sehen wir die erst, wenn sie da schon fast dran sind an uns. Ich muss mich einfach nur an den Raben orientieren, glaube ich. An dem Geräusch. Einfach drauf zulaufen, da war ja die eine Leiche und von da aus kann ich mich an den Blutspuren orientieren. Aber ich glaube, hier links müsste es schon sein irgendwo. Eigentlich.
Ja, guck mal, das ist die Leiche, das sind die Raben. Das heißt, wenn wir jetzt hier nach links gehen... Ah, die Blutspuren sind weg. Guck mal, die wurde weggeweht wahrscheinlich jetzt. Schon zu viel Zeit vergangen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah ja, der Rucksack ist schon mal weg. Ich kann aufmachen. Ich kann da jetzt reinsehen. Ah ja, stimmt. Vielleicht haben sie mir was... Waldflüsterer-Notiz lesen. Vielen Dank, dass du mir geholfen hast. Das war alles andere als selbstverständlich. Ich hinterlasse dir diesen Gegenstand, der einst meinem Freund gehörte. Hoffentlich wird er dir weiterhelfen. Vielleicht kreuzen sich unsere Pfade eines Tages wieder. Sag nicht, der hat mir da eine Kampfhose hinterlassen. Eine Rehlederhose! Zwei Kilo wiegt die. Oh Mann, da bin ich schon wieder überladen. Hey, aber das ist gar nicht schlecht. Die hat nämlich auch einen ziemlich hohen Schutzfaktor, glaube ich. Also wir tragen ja jetzt momentan noch als Zweithose die neue Cargohose. Ich glaube aber die Rehlederhose, oh Baby, ja, auf jeden, die ist besser. Die ist so viel besser, guckt euch das mal an. Ja, da wären wir langsam zum Waldschrat hier. Kleidungsstück um Kleidungsstück. Sauber. Okay, also jetzt haben wir ja auch wieder richtig einen schönen Bonus. Vor allem auch 30% Schutz haben wir jetzt, ne? 30%. Ich meine, guckt euch das mal mit der anderen Hose. Gerade mal 23%. Und jetzt schon 30%. Das macht schon was aus. Gut, dann sind wir jetzt eh überladen. Dann können wir jetzt hier richtig in die Vollen gehen. Wir holen jetzt alles raus aus der Hütte, was geht. Could end up being useful. Aus der Kiste ja auch. Na gut, den Wollpullover weiß ich. Ja, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Rucksack noch durchsuchen. Ja, okay. Ja, ja. Essen. Ja, und sonst gibt es hier eigentlich jetzt nichts Spannendes. Ich würde sagen, bevor jetzt das Wetter noch richtig schlecht wird, machen wir uns auf den Weg nach Hause. Na, die Temperaturen sehen gerade gut aus. Und ich nehme mal hier direkt wieder die Leuchtpistole in die Hand. Temperatur sieht gerade gut aus. Wir sind auch gerade ausgeruht komplett. Das ist der Schwung, den wir nutzen sollten. Und wie gesagt, falls es mal hier sichtmäßig nicht so gut ist, können wir mal noch die Map benutzen. Risiko sind jetzt halt die Wölfe. Die fiesen kleinen Schweinchen. Übrigens ein kleiner Fun-Fact. Das ist auch schon einigen tatsächlich aufgefallen von euch. Der Charakter, wenn er eine Waffe in der Hand hat, hat er keine Handschuhe an. Obwohl er im Inventar Handschuhe ausgerüstet hat. Offensichtlich hat man da sich nicht nochmal die Mühe gemacht, für jedes Paar Handschuhe, was man im Spiel finden kann, eine andere Waffenposition, also Waffenfesthalt-Animationen zu machen. Es wäre ja auch ein bisschen schwachsinnig, weil insbesondere dann, wenn man Fäustlinge trägt, kann man ja eine Waffe auch gar nicht richtig benutzen. Man kann ja den Abzug damit dann gar nicht richtig drücken. Mit einem Fäustling. Deswegen haben sie es wahrscheinlich auch gemacht. Und sicherlich auch aus Effizienzgründen. Aber ja, es ist eindeutig hier, ne, er hat keine Handschuhe an. Und die Finger sehen auch so ein bisschen angefröstelt aus. So leicht. Die Waffe aber auch. Es sieht alles fröstelnd aus hier in diesem Spiel. Es ist alles fröstlich. Ich biege jetzt einfach mal hier ab nach links. Das sollte hoffentlich ein sicherer Weg sein. Schauen wir mal. Wir müssen ja nur erstmal zur Kanada-Hütte kommen. Und dann hoffen, dass Kanada ist. Und dann... Von da aus zur Pelztierjägerhütte. Wieder zurück. Immer schön Schritt für Schritt. Ah, jagt's ein bisschen. Also mir machen in der Situation jetzt ja die Wölfe am meisten Sorgen, ey. Ich sehe schon, ich höre gleich so ein hallendes Bellen. Und dann kommen sie aus dem Nebel auf mich zugerannt und chargen einfach direkt. Ohne Rücksicht auf Verluste.
Okay, wir sind aber fast da. Wir haben es fast. Temperatur sieht auch noch gut aus. Temperatur ist kein Thema. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Die Hütte ist jetzt links noch, ne? Genau. Lichtet sich der Nebel gerade schon wieder? Ne, das bilde ich mir gerade ein. Der ist immer noch genauso dicht wie vorher. Die Nebeldistanz kann manchmal täuschen, abhängig vom Gefälle auch. Wenn es so ein bisschen abschüssig ist, das Gefälle, wirkt es so, als wenn der Nebel weniger dicht ist, als wie wenn das Gefälle nicht abschüssig ist. Hier wäre eine Sackgasse, hier darf ich nicht, ne? So, jetzt beginnt die schwierigere Phase, sich jetzt wieder zur Hütte des Pelzjägers durchzunavigieren. Während wir hier im Nebel rumlaufen. Ich mache jetzt mal spaßenshalber Folgendes. Ich schieße jetzt mal eine Flare einfach in die Richtung. Was? Achso. Ich mache jetzt mal spaßenshalber Folgendes. Ich schieße jetzt, nachdem ich nachgeladen habe, meine Flare einfach in diese Richtung. Ich will nämlich einfach mal wissen, wie das im Nebel aussieht. Ob das dann so einen Halo-Effekt hat. Ah, nicht wirklich. Man sieht einfach nur den Rauch. Bin ich hier richtig? Ja. Einfach geradeaus jetzt eigentlich. Also ich glaube, so eine Leuchtfackelpatrone, da kann man sich dann dran stellen. Da müsste dann eigentlich ein Wolf Abstand halten an der Stelle. Ich glaube, wenn man einem Wolf mit so einer Leuchtpistole ins Gesicht schießt, also entweder charged er mich dann oder er läuft weg. Aber ich glaube mal, er läuft weg. Ich hoffe mal nicht, dass er charged. Das wäre ein bisschen fies. Aber auch verständlich. Ja, sehr gut. Immer weiter in die Richtung. Oh nein. Aus der Richtung kommen natürlich ganz viele Wolfsgeräusche. Vielleicht können wir es gleich ausprobieren, meine Theorie. Ich sehe schon, ich renne genau in die Viecher rein. Boah, das sieht auch aus wie ein Troll, der gerade hier. Sah aus wie zwei Beine, zwei riesige. Gruselig, ey. Wenn das so aus dem Nebel auf einen zukommt, man weiß nicht, was es ist. Ah, guter Weg, guter Weg. Ah ja, hier sind wir schon mal bei totes Holz. Ist schon mal gut richtig. Jetzt müssen wir noch irgendwie zur Hütte des Pelztierjägers durchdringen. Wir haben ein bisschen wenig von diesem Pilzzeug. Ich nehme mal noch ein paar Pilze mit. Es ist nämlich gerade gutes Wetter. Da sollten wir das mal tun. Wie viele Pilze brauche ich, um da dieses Zeug zu machen? 2 von 3. Dann nehmen wir noch einen mit. Dann haben wir 4. Dann können wir noch 2 davon machen. 2 Tees. Spürte ich gerade einen leichten Windzug? Ich glaube schon. Ich spürte, glaube ich, gerade einen leichten Windzug. Wie es da drüben einfach geknackt hat. Also dieser Nebel ist ganz schön Paranoia fördernd so. Ich muss auch gerade an diesen verdammten Film denken hier. The Mist, Nebel des Grauens. Also nicht diese scheiß Serie da auf Netflix. Die war richtig schlecht. Aber der Film, der war richtig geil. Wo sie am Supermarkt festsitzen. Da muss ich gerade irgendwie dran denken. Das hat denselben Look gerade so, dieser Nebel. Laufe ich noch richtig? Ja. Ich muss hier über den Berg rüber. Hoffentlich breche ich mir jetzt nichts. Das ist ganz schön steil hier. Das ist auch schon so am Schnaufen. Und wenn man überladen ist, steigt die Gefahr, dass man ausrutscht an so einem steilen Hang und sich was wegknackst. Alter, da hinten ist irgendwie so eine Wolfsversammlung am Start oder sowas. Ich sag euch, ich renne noch in diese Viecher rein. Ich schaff das noch. Hier links ist irgendwas gestorben. Da kreisen die Geier. Wir haben es fast geschafft. Wir sind fast da. Dann können wir erstmal ein bisschen Stuff ablegen. Und dann geht es ja weiter mit der Haupthandlung. Das wird dann aber erst in der nächsten Folge soweit sein, definitiv.
glaube, wir sind jetzt hier schon... Ja, hier müsste eigentlich das Tal sein. Und da hinten... Da so müsste die Hütte sein. Ja, ich glaube da... Gleich müsste es aus dem Nebel auftauchen. Wenn ich mich diesmal richtig orientiert habe, und laut Karte habe ich das, müsste sie gleich vor mir auftauchen. Wie dieser Nebel trotzdem noch so ein Unsicherheitsfaktor ist. Da ist sie. Okay, alles gut. Ich wäre jetzt trotzdem beinahe vorbeigelaufen. Ist auch geil. Rennen wir mal ein bisschen. Und dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, an dieser Stelle ist auch wieder diese Folge The Long Dark Wintermute Story Mode Redux zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge The Long Dark Wintermute Story Mode Redux. Bis dann, ciao, ciao. Und jetzt stehen wir hier wieder in der Hütte. Nice.